coole Vögel. Wir stehen da jetzt mitten auf dem Saxi-Lüterplatz, wo sich ein Schrickhof Half-Absolver Agrotechniker dir vorstellen, ein Projekt. Was bedeutet das für dich alles? Ja, es ist ein wichtiger Anlass für unsere HF-Lernenden. Das ist das Projektmanagement, das hier lehrt. Und ich bin natürlich froh und auch ein bisschen stolz, dass es bis jetzt so gut gelaufen ist. Es hat viele Leute hier, die kommen, es gibt gute Diskussionen. Also für mich ist das Ziel erreicht. Wie war es eigentlich, um den Saxi-Lüterplatz zu reservieren? Das war ein rechter Aufwand und das hat genau auch dazu gehört. Oder? Die Projekte sollen ja nicht von Anfang an nur einfach rundlaufen, da kann man ganz viel lernen. Aber so wie ich gehört habe, wie unsere Lernenden auf alle die verschiedenen auch Behörden von der Stadt zugegangen sind, auf die Ämter, um die Bewilligungen einzuholen, ja, das war ein Aufwand, aber im Nachhinein hat sich das sicher auch gelohnt. Das ist etwas, was sie lernen konnten. Jetzt ist doch ein recht grosser Publikumsaufmarsch. Die Leute spazieren, planieren, geniessen die Sonne. Ja, wie denkst du, wie nachhaltig, was für eine Wirkung hat so eine Anlass? Ich bin überzeugt, solche Auftritte sind wichtig und nötig, gerade in der Stadt, wo es vielleicht auch Leute hat, die relativ selten aufs Land kommen und nicht so nahe sind zu der Landwirtschaft. Es ist immer die Frage, was hängen bleibt. Sind viele Kinder da, sind Familien da? Und da bin ich eigentlich sicher, wenn sie wieder einmal eine Kuh sehen, wenn sie wieder einmal eine Maschine sehen in der Landwirtschaft, dass da sicher etwas hängen bleibt und auch einem guten Image von der Landwirtschaft zuträglich ist. Letztes Jahr hatte Agrotechniker einen Auftritt in der Halle vom Hauptbahnhof. Jetzt ist der Saxi-Lüterplatz. Wie kann man das noch toppen, den Jahrgang 2022? Das ist eine gute Frage. Wir werden sicher irgendetwas überlegen. Wir können übrigens der Reihe von den speziellen Plätzen an den Bundeshausplatz erwähnen. Da sind wir ja gewesen, meines Wissens im 2015. Aber es wird auch der nächsten Klasse sicher wieder irgendetwas in den Sinn kommen. Es muss man ja nicht jedes Jahr immer das Vorjahr toppen, aber es gibt sicher auch wieder eine gute Sache in einem nächsten Jahr.